Herzlich willkommen zur Delta Mike Charlie Romeo November, eine C42C mit einem Rotax-Motor von 100 PS. Wir werden heute in Edel starten und das Flugziel wird der UL-Flugplatz in Dolmar sein. Edel, das ist der Flugplatz in Langenlohnsheim. Wir bereiten alles vor, ein gründlicher Startcheck, das Auftanken und natürlich ganz wichtig die Flugroute. Wir werden nördlich von Frankfurt fliegen, müssen dabei diverse Lufträume beachten. Wir werden über den Taunus fliegen. Dann geht es weiter Richtung Fulda. Unsere Flughöhe wird wahrscheinlich so 4.500 bis 5.000 Fuß sein. Das Gelände steigt relativ stark an. Wir haben natürlich ins Wetter geschaut. Hier haben wir beste Sichtbedingungen für den Hinflug. Ja, werden dann Fulda südlich passieren. Weiter geht's Richtung Wasserkuppe. Und dann werden wir auch in Dolmar landen. Die voraussichtliche Landerichtung wird die Piste 04 sein. Hier sieht man nochmal die Details. Wir werden ca. 1,5 Stunden brauchen. Ca. 25 Liter Sprit sind eingeplant. Die Wendigkeit der C42 ist schon beeindruckend, was man hier für schöne Kurven fliegen kann. Wir sind immer noch in der Nähe südlich von Fulda. Wir waren bester Laune. Der Flug hat einfach Spaß gemacht. Die Luft war relativ ruhig, wenig thermisch. Wetterbombig, Sicht toll. So langsam näherten wir uns dem Ziel, dem Dolmar. Das ist im Thüringer Wald. Hier sieht man schon den Berg. Das ist der links, sieht man ihn ganz gut. Wir befinden uns jetzt schon relativ nah am Flugplatz, drehen ein in den Endanflug, haben uns natürlich per Funk angemeldet. Jetzt sieht man es besser, wo die Piste ist. Das ist die Piste 04, die wir hier anfliegen. Der Wind kommt etwas von rechts. Das muss man bei der Landung einplanen.
Denn dieser UL-Flugplatz ist nicht ganz so trivial anzufliegen. Wir werden es aber gleich sehen, wenn wir näher dran sind, wo die Tücken sind. Ganz wichtig, dass man hier die Anfluggeschwindigkeit beachtet. Die liegt bei der C42 bei 100 km/h. Und vor der Landebahn ist nochmal eine Kante. Da muss man auch aufpassen, dass man nicht zu kurz kommt. Lieber ein bisschen höher anfliegen, weil der Flugplatz in der Landerichtung 04 geht dann auch berghoch. Das heißt, man hat genügend Zeit, um die Geschwindigkeit abzubauen. Und in der Regel steht man rund um die Halbbahnmarkierung sicher am Boden. Und so auch bei unserem Flug. Der Uwe hat das toll gemacht. Ja, jetzt können wir hier am Dolmer unseren Flieger abstellen. Wir sichern ihn natürlich an den Flächen, dass hier keine Ablösung oder Windböe den Flieger umdreht. Wir nutzen die Infrastruktur und kehren natürlich in die Kneipe ein. Hier gibt es wirklich leckere Thüringer Speisen. Ja, eine schöne Sicht, die wir hier hatten. Irgendwann sind wir dann wieder zurückgeflogen und haben uns vom Dolmer verabschiedet. Es war ein toller Tag, den wir hier erlebt haben und wir werden auf jeden Fall wiederkommen. Vielen Dank für das freundliche Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.